Guten Morgen, Mrs. Parsons. Oh, guten Morgen, Herr Doktor. Was wissen Sie über Hysterie? Gar nichts. Das ist die Plage unserer Zeit. In ihren schlimmsten Erscheinungsformen erfordert sie drastische Maßnahmen. Das weibliche Organ ist, wie Sie wissen, nicht in der Lage, irgendein Lustgefühl zu empfinden. Meine Tochter, Emily Dalrymple. Zu Diensten, Ma'am. Sie ist großartig. Der Inbegriff englischer Tugend und Weiblichkeit. Eines fernen Tages werden Frauen Wahlrecht haben und das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper. Wer ist sie? Das ist Emilys Schwester Charlotte. Ich versichere Ihnen, wir Frauen genießen körperliche Lust genauso stark wie Männer. Der Hälfte der Frauen der Stadt Vergnügen zu bereiten, ist gar nicht so leicht. Madame, mit Vergnügen hat das nichts zu tun. Es kommt wahrscheinlich darauf an, ob man am Tisch sitzt oder auf ihm liegt. Auf Wiedersehen! Ein richtiger China-Kracher, die Kleine. Ist irgendwas mit Ihrer Hand? Nur so ein Stechen. Ich muss einen Weg finden, diese Frauen weiter zu behandeln. Mein neuer Generator. Mein Gott. Es macht die Hand so warm und es prickelt. Ach, wirklich? Oh Gott, das ist es! Das ist die Lösung! Scheißding. Ich bin sicher, wir stehen erst am Anfang einer revolutionären Entwicklung. Den Frauen wird ihr rechtmäßiger Platz nicht länger verwehrt bleiben. Wird sich das durchsetzen? Das weiß ich nicht. Aber stell dir vor, jeder hätte so ein Gerät. Wie wollen Sie das Ding nennen? Ich wollte es Federstaubwedel nennen.